Heute zeigen wir dir in unserem Vitality-Programm ein kurzes Programm für die innere Balance und Core-Stabilität. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach besser leben. Mein Name ist Maria und ich möchte euch heute ein Programm vorstellen für innere Stabilität und Becken, Oberkörper, Beinmuskulatur. Schnappt euch eine Matte und macht es am besten gleich mit. Wir stimmen uns ein mit der Atmung. Atmen über die Nase ein und aus. Versuche mal nur bei der Nasenatmung zu bleiben. Wenn du willst, kannst du gerne die Augen schließen. Stimm dich ein auf das Programm. Und noch einen tiefen Atemzug. Öffne die Augen, falls du sie geschlossen hast. Und nimm mit der nächsten Einatmung deine Arme hoch zur Decke. In der Ausatmung bring deine Hände zueinander und bring sie runter zum Brustbein. In der Einatmung bring deine Arme wieder hoch zur Decke, lass die Handflächen zusammen. Löse nun deine Handflächen. In der Ausatmung beug deine Beine und drück deine Hände aktiv nach unten. Verschränk vor deinen Beinen die Hände ineinander. Mach deine Wirbelsäule rund und roll dich Wirbel für Wirbel auf. Nimm die Hände bis zu deinem Herzen nach oben. Einatmend und in der Ausatmung mach deine Brustwirbelsäule rund. Schieb die Hände nach vorne. In der Einatmung streck dich wieder nach oben. Mach dich weit. Und in der Ausatmung lass deine Arme wieder nach unten sinken. Einatmung, dreh die Handflächen nach oben. Ausatmen, die Hände bis zum Brustbein bringen. Einatmung, wieder nach oben bringen. In der Ausatmung, beug etwas deine Beine, verschränk deine Hände vor deinen Beinen, zieh die Arme nach oben, streck die Beine wieder durch bis zum Herzen. Und in der Ausatmung schieb die Handflächen vom Körper weg, mach deine Wirbelsäule rund. In der Einatmung streck dich wieder hoch. Und in der Ausatmung löse deine Hände und bring sie parallel zum Körper. In der nächsten Einatmung dreh deine Handflächen wieder nach oben. Der letzte Zyklus, falte die Hände über den Kopf. In der Ausatmung bring sie bis zu deinem Brustbein. In der Einatmung wieder nach oben schieben. In der Ausatmung beug deine Beine, drück deine Arme nach unten. Verschränk sie vor deinem Körper, zieh die Hände wieder nach oben bis zum Herzen, atme ein. Und in der Ausatmung mach die Brustwirbelsäule rund, schieb die Arme vom Körper weg. Und in Einatmung streck dich noch einmal hoch zur Decke. Bleib hier. Eine tiefe Einatmung. In der Ausatmung öffne die Arme, dreh den Oberkörper nach rechts auf. Die Beine beugen sich etwas. In der Einatmung schieb deine Arme auseinander. In der nächsten Ausatmung drück deine rechte Hand nach vorne, mach die Wirbelsäule rund. Verschränk die Hände hier vorne ineinander und in der Einatmung streck dich wieder hoch zur Decke. Atme tief und bewusst ein. In der nächsten Ausatmung dreh dich rüber nach links. Öffne die Arme, beug etwas deine Beine. In der Einatmung zieh die Arme auseinander, mach dich weit. In der nächsten Ausatmung nimm deine linke Hand nach vorne, mach die Brustwirbelsäule wieder rund. Verschränk hier die Hände ineinander und in der Einatmung streck dich wieder hoch zur Decke.
noch zwei Durchgänge. Einatmung lang machen, Ausatmung, dreh dich nach rechts, beug deine Beine. Einatmung, spann dich auf. In der Ausatmung bring deine rechte Hand nach vorne, mach deine Brustwirbelsäule rund, verschränk die Hände ineinander, schieb die Arme vom Körper weg. Einatmung, wieder lang machen. In der Ausatmung dreh dich auf nach links, beug gleich deine Beine. In der Einatmung schieb die Arme auseinander. Und mit der nächsten Ausatmung bring die linke Hand wieder nach vorne. Verschränk die Hände ineinander. In der Einatmung streck die Beine durch und zieh die Arme nach oben. Löse hier die Hände. Verschränk deine Hände hinter deinem Körper. Öffne deine Schlüsselbeine. Zieh die Ellbogen auseinander. Versuch nun, deine Arme so gut es geht vom Körper wegzubewegen, ohne dass du dabei ins Hohlkreuz fällst. Spür dich rein in Schultergürtel. Gleichzeitig zieh deine Hände auseinander. In der nächsten Ausatmung beug deine Beine, setz dich auf einen imaginären Stuhl. Beug den Oberkörper nach vorne. Lass die Arme nach oben streben, so weit es geht. Es kann auch sein, dass hier genug ist für dich. Lass den Kopf hängen. Schau nicht mehr in die Kamera und versuch einfach meinen Anweisungen zu folgen. Der Oberkörper hängt nach unten. Die Beine können leicht gebeugt sein und deine Arme gehen so weit nach oben, wie es für dich angenehm ist. In der nächsten Ausatmung bring deine Hände Richtung Becken, löse die Finger voneinander und lass die Arme nach unten sinken. Kopf, Schultergürtel, alles hängt nach unten. Jetzt wandere mit deinen Händen nach vorne. Deine Beine gehen etwas zurück und du kommst in den Kniestand. Komm auf deine Unterarme, lass die Handflächen zueinander schauen. Schieb deine Schulterblattspitzen etwas nach unten Richtung Becken. Und dann nimm dein rechtes Bein nach hinten zurück auf deine Fußballen. Jetzt dreh die Handflächen auf die Matte und schieb dein linkes Bein zurück. Halte ein, zwei Atemzüge in diesem Plank. Die Fersen schieben nach unten, das Scheitel zieht nach vorne. Und in der nächsten Ausatmung lass dich in die Matte sinken. Von hier aus dreh den Oberkörper nach rechts, sodass du auf der rechten Flanke liegst. Nimm deine rechte Hand unter den Kopf. Stütz die linke Hand vor deinem Körper ab. Bring deine Beine, wenn möglich, in die Verlängerung von deinem Oberkörper. Wenn du Schwierigkeiten mit der Balance hast, beug dein unteres Bein. Jetzt schieb dein linkes Bein vom Körper weg und heb es von der Matte. Flex den Fuß, drück wieder nach unten. Wieder heben, point. Flex den Fuß, drück nach unten. Achte darauf, dass das Becken wirklich ruhig bleibt, die Bewegung aus dem Hüftgelenk kommt, deine Mitte stabil. Den Kopf leg entweder auf einen Polster oder auf deinen Unterarm. Du hast noch zwei Wiederholungen mit deinem linken Bein. Und jetzt lass das linke Bein oben, drück die linke Hand in die Matte und nimm dein rechtes Bein dazu. Und beide Beine wieder sinken lassen. Linkes Bein heben, schieb's nochmal bewusst vom Körper weg. Und jetzt nimm dein rechtes Bein dazu und beide Beine sinken lassen. Noch einmal, linkes Bein heben, lang machen, rechtes Bein dazu, beide Beine wieder sinken lassen. Und wer noch eine Steigerung haben will, gib beide Beine gleichzeitig in der Ausatmung nach oben und in der Einatmung wieder tief. Und wem das vom ersten Mal, von der ersten Serie genügt hat, dann nimmt einfach im Wechsel differenziert die Beine nach oben.
Noch drei Wiederholungen. Ausatmung heben, Einatmung senken. Ausatmung heben, Einatmung senken. Letztes Mal Ausatmung heben, Einatmung senken. Jetzt zieh beide Beine nach vorne, stütz dich vor dem Körper ab und richte dich langsam über die Seite auf. Jetzt löse deine Beine von der Matte und setz dich zurück auf deine Popobacken. Deine Füße schweben. Jetzt wird es spannend. Du kannst jetzt entweder deine Füße in der Schwebe lassen oder sie auf den Boden abstellen. Hinten bieten wir eine leichte Stütze, heben das Brustbein und dann lassen wir die Beine nach links sinken. Oberkörper dreht sich nicht mit. Hol die Kraft aus der Körpermitte, zurück ins Zentrum und dann komm auf die rechte Popobacke. Dann wieder zurück ins Zentrum und komm auf die linke Popobacke. Die Bewegung geht aus deiner Bauchmuskulatur raus. Wieder zurückkommen und wenn die Beine zu schwer werden, dann lasst einfach die Beine in die Matte sinken. Holt sich trotzdem die Kraft aus der Körpermitte. Und noch einmal auf jede Seite. Aus der Mitte arbeiten. Ausatmend sinken lassen. Einatmend zurück. Und ein letztes Mal ausatmend sinken lassen. Wir bleiben jetzt auf dieser Seite und drehen uns wieder zurück und kommen in den Vierfüßlerstand. Von dort schieben wir das Becken nach vorne, lassen die Füße lang, drücken die Fersen sanft aneinander, ziehen die Schulterblätter nach unten. Jetzt zieh deine Bauchdecke leicht nach innen und komm langsam zurück in die Bauchlage. Hier atme tief und bewusst ein. Und mit der nächsten Ausatmung komm mit Brust und Kopf leicht von der Matte. Deine Hände schieben jetzt nicht mit. Dafür schiebst du deine Beine noch mehr aus der Länge heraus. Die Füße sind lang und die Fersen, wenn möglich, streben zueinander. Wenn sie sich nicht berühren können, dann wenigstens zueinander streben lassen. Und in der nächsten Ausatmung komm wieder tief, dreh den Kopf auf eine Seite, egal welche. Atme tief und bewusst ein. Und in der nächsten Ausatmung dreh den Kopf wieder zurück zur Mitte und heb den Oberkörper. Dabei schieb auch deine Beine in die Länge. Bleib hier ein, zwei Atemzüge. Denk mehr an die Länge, nicht so sehr an die Höhe. Und mit der nächsten Ausatmung dreh den Kopf auf die andere Seite und entspann für einen Atemzug. Aktiviere deine Körpermitte und dreh dich wieder zurück ins Zentrum. Halten und wer schon fortgeschritten ist, dann nimm die Arme zur Seite, schieb die Hände nach unten, der Scheitel zieht nach vorne. Und dann nehmen wir die Hände unter die Stirn, öffnen die Beine hüftgelenksbreit, die Stirn bleibt auf dem Handrücken und wir heben dann das rechte Bein aus dem Hüftgelenk etwas von der Matte und wieder sinken lassen. Einatmung lang ziehen, das linke Bein, Ausatmung von der Matte lösen, Einatmung ablegen. In der nächsten Einatmung das rechte Bein wieder lang ziehen. Ausatmung heben. Auch hier ist es nicht wichtig, wie weit das Bein nach oben geht. Wichtig ist, dass du die Länge spürst, die Hüfte aufgeht und wieder ablegen. Ein letztes Mal auf die linke Seite lang machen. In der Einatmung, Ausatmung heben. Und dann wieder sinken lassen. Schüttle dein Becken aus. Und dann dreh dich auf die linke Seite.
Leg die Hand unter deinen Kopf. Wenn möglich, streck die Beine durch, ansonsten das untere Bein etwas anwinkeln. Schau, dass du möglichst entspannt und wirklich gut ausgerichtet da liegst. Das Becken ist vertikal. Heb das obere Bein von der Matte und nimm das untere Bein dazu und beide Beine wieder senken. Oberes Bein heben, unteres dazu nehmen und beide Beine senken. Oberes Bein heben, das zweite dazu und beide Beine senken. Wem das zu wenig ist, der hebt beide Beine gleichzeitig. Oder wir bleiben bei der ersten Stufe, wo wir nur das obere Bein heben und senken. Wir machen insgesamt noch 4 Wiederholungen. 4, egal auf welcher Stufe. 3, 2, 1, dann ablegen, das Bein oder beide Beine heranziehen, aufrichten, wieder hinten abstützen und die Beine ganz elegant nach vorne bringen. Noch einmal die gleiche Bewegung wie vorher. Ihr habt die Option Füße am Boden oder in der Schwebe. Wichtig ist es nur, dass der Rücken wirklich gerade bleibt, das Brustbein leicht heben. Und dann bringen wir die Beine oder die Knie vielmehr zur Seite. Die Füße bleiben immer auf der gleichen Ebene. Dann zurück ins Zentrum und dann auf die andere Seite. Wieder zurück ins Zentrum. In der Ausatmung. Twist zur Seite, in der Einatmung zurückkommen, Ausatmung, andere Seite, in der Einatmung wieder zurück. Ein letztes Mal nach rechts und zurück und ein letztes Mal nach links und zurück. Und jetzt versuch auf deine Popobacken eine Vierteldrehung nach rechts oder links zu machen. Die Füße aufstellen, die Arme nach vorne bringen. Und wir rollen über das Kreuzbein zurück. Unsere Fußsohlen bleiben auf der Matte, verkrampfen sich aber nicht. Geh so weit zurück, bis du deine Bauchmuskeln spürst. Nicht kollabieren im Rücken, sondern wirklich schauen, dass eine schöne C-Kurve durchgeführt werden kann. Und jetzt heb deine Arme hoch zur Decke. Und du wirst gleich spüren, wie die Bauchmuskeln noch aktiver werden und wieder sinken lassen. Jetzt heben wir nur den linken Arm hoch zur Decke. Und wieder sinken lassen. Dann den rechten Arm hochziehen. Der Bauch zittert, das ist normal. Und wieder sinken lassen. Und jetzt heben wir den Oberkörper. Drehen die Handflächen zur Decke. Daumen zeigt nach hinten. Tief durchatmen und mit der Ausatmung Arme wieder nach vorne bringen, übers Kreuzbein abrollen. So weit, bis ihr wirklich in der Lage seid, stabil zu bleiben. Geh nicht zu tief, wenn sich die Füße lösen, dann ist das Zeichen, dass wir zu tief sind. Einatmen, heben, ausatmen, senken. Einatmung, linken Arm. Ausatmung, senken. Einatmen, rechten Arm. Ausatmung, sinken lassen. Einatmen, aufrichten. Arme zur Seite öffnen. Und wer noch die Kraft hat, macht mit mir den letzten Durchgang. Abrollen übers Kreuzbein. Aktivieren. Drück den Großzehenballen nochmal ein bisschen aktiver in die Matte und schau, was das mit dir macht. Dann kommen die Arme hoch zur Decke. Du haltest den Kontakt zum Großzehenballen. Und wieder sinken lassen. Dann kommt der linke Arm hoch. Und wieder sinken lassen. Dann der rechte Arm hoch. Und wieder sinken lassen. Und in der letzten Einatmung aufrichten, Arme nach hinten führen, weit aufspannen,
Und in der nächsten Ausatmung rollen wir schön langsam Wirbel für Wirbel zurück in die Rückenlage. Gehen mit unseren Füßen etwas näher zum Körper. Hüftgelenksbreit, wer sich nicht sicher ist, nimmt einfach die Faust und schaut, dass sie genau zwischen die Schenkel reinpasst. Gute Erdung mit euren Füßen, die Hände neben den Körper ablegen. Und wir gehen im Stück nach oben in die Brücke. Hier verlängern wir die Wirbelsäule, ohne das Brustbein zu weit nach oben zu strecken. Und dann stellen wir unsere Wirbelsäule vor wie so eine Wirbelkette und lassen jedes einzelne Segment Wirbel für Wirbel zurücksinken in die Matte. Auch die Lendenwirbelsäule möchte einen Kontakt zur Matte, wenn möglich. Und zum Abschluss löst sich dann die Lendenwirbelsäule von der Matte. Wir atmen hier tief und bewusst ein. Wir bleiben in dieser Ausrichtung und kommen im Stück wieder nach oben, ohne dass wir artikulieren, sondern drückt das Becken nach oben. Hier atmen wir tief und bewusst ein, halten die Stabilität und dann verlängern wir die Wirbelsäule und lassen unsere Wirbelsäule wirklich Wirbel für Wirbel nach unten sinken. Auch die Lendenwirbelsäule möchte sich in die Matte schmiegen können. Stellt euch wirklich eure Wirbelkette vor. Beim Hochgehen ist unsere Wirbelkette wirklich aktiv, gut stabilisiert in der Ausatmung. In der Einatmung öffnet sich die Wirbelkette leicht, die Leisten öffnen sich, die Kniescheiben streben nach vorne. Und in der Ausatmung wird die Wirbelkette ganz mobil. Sie geht Segment für Segment zurück auf die Matte. Und wir schaffen das noch einmal. Atmen tief und bewusst ein. In der Ausatmung drücken wir das Becken nach oben. In der Einatmung verlängern wir. Und in der Ausatmung lassen wir die Wirbelkette Wirbel für Wirbel wieder in die Matte sinken. Bleiben hier in der Einatmung. Legen die Hände auf den Unterbauch. Aktivieren die Körpermitte. Und bringen versetzt die Beine hoch. In Tabletop. Knie und Füße gehen zusammen, Fußkanten zueinander, Arme zur Seite. Und zum Abschluss öffnen wir die Knie, schön im rechten Winkel bleibend und wieder schließen. Öffnen, die Fußkanten bleiben zusammen und wieder schließen. Öffnen, schließen. Ein letztes Mal öffnen. Ein letztes Mal schließen. Die Hände unter den Popo legen, etwas den Popo heben. Und in der nächsten Ausatmung schieben wir noch einmal die Beine weg in einer Diagonalen. Wir spüren noch einmal die tiefen Bauchmuskeln, Nacken, Kiefer, alles ist entspannt. Und flexen die Füße und ziehen die Beine heran, bis wir die Dehnung hinten spüren. Dort federn wir zweimal nach. Und dann gehen wir noch einmal tief. Beugen die Beine, lassen die Beine nach unten sinken, lösen die Hände, öffnen die Beine etwas breiter, wie das Becken breit ist. Und dann lassen wir die Beine ganz entspannt nach links sinken. Der Kopf dreht sich nach rechts, das rechte Schulterblatt bleibt auf der Matte. Und hier bleiben ein, zwei tiefe Atemzüge. Nehmen mit der nächsten Ausatmung die Beine wieder zurück ins Zentrum und bewegen die Beine in die andere Richtung. Der Kopf dreht sich in die entgegengesetzte Richtung, Schultergürtel, alles liegt ganz entspannt auf. Bleiben hier ein, zwei tiefe Atemzüge. Kommen wieder zurück ins Zentrum. Ziehen versetzt die Beine zur Brust. Und machen noch ein paar Mobilisationsübungen im Hüftgelenk. Hände bleiben auf unsere Kniescheiben und die Fußkanten bleiben zusammen.
mehr ist nicht zu beachten. Die Atmung fließt dazu, in die andere Richtung. Umfassen unsere Unterschenkel und machen es nochmal so richtig rund machen. Tief durchatmen, Kopf kann sich von der Matte heben, wenn es sich gut anfühlt. Und dann entspannen, hinlegen. Und wer will, kann zu Hause noch ein paar Atemzüge in der Position bleiben. Sich hinlegen, die Hände auf den Bauch legen. Ein paar tiefe Atemzüge in den Bauch reinschicken. Noch ein bisschen nachspüren. Reinlächeln in den Körper. Ich hoffe, das Programm hat euch gefallen. Ihr konntet gut mithalten. Ich freue mich schon auf das nächste Programm mit euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Kommentar drunter, ob positiv oder eine Anregung. Wir freuen uns über jedes Kommentar.